herzlich willkommen auf der Die gute Form-Ausstellung auf der Heim und Handwerk 2018. Fünfter Tag, 12 Uhr Mittag, Zeit für ein kleines Resümee. Beim Gesellenstück ist es ja so, dass die Teilnehmer oder die Prüflinge bauen können, was sie wollen. Wir haben das ganze Portfolio des Möbelbaus hier präsentiert. Natürlich die Klassiker Schreibtisch, Sideboards, Hochschränke, aber auch wie immer ganz exotische Teile, exotisch natürlich in Anführungszeichen, zum Beispiel eine Malerstaffelei als Gesellenstück oder auch einen Beduftungsofen, ganz was anderes mal für einen Wellnessbereich. Es ist faszinierend, wie unterschiedlich diese Stücke auch sind. Und es ist ein Zeichen dafür, welche Individualität in den Leistungen der Schreiner steckt und was der Kunde auch tatsächlich an individuellen Leistungen für sich selber letztlich vom Schreiner erwarten kann. Wir sehen hier extrem viel gut gestaltete Stücke. Wir hatten vor einigen Jahren schon mal ein Mehr an Schreibtischen, ging auch wieder zurück. Der Trend geht ganz klar wieder auch zum Nadelholz, das heißt Lärche, Tanne, aber auch zum Laubholz Esche, heißt wieder hellere Hölzer. Wurde oder war auch erkennbar schon bei der Möbelmesse vor 3 Jahren, dass dieser Trend Nussbaum-Eiche wieder leicht abflaut und einfach zu den helleren Hölzern geht. Eindeutig hat sich in diesem Jahr herausgestellt, dass wir fast lauter Stücke, eigentlich kann man sagen ausnahmslos Stücke gehabt haben, die aus heimischen Holzern. Das kann man mittlerweile eigentlich auch als Designtrend setzen. Angefangen vom Obstholz, Apfel, Birne, Zwetschge und natürlich zu den klassischen Laubhölzern wie Ahorn, Esche. Schwerpunkt in diesem Jahr sicher die Esche. Ganz überraschend, war in den letzten Jahren kaum zu sehen. Da hatten wir eher so die dunklen Hölzer kombiniert mit Ahorn ein bisschen. Aber jetzt kommt die Esche ganz stark, kann sich vielleicht zu einem neuen Trend entwickeln. Man merkt einfach, wie wichtig Gestaltung für unser Handwerk ist. Vieles nehmen uns Maschinen ab, aber Gott sei Dank, die Gedanken, die du brauchst, um schöne Möbel zu entwerfen, ist eigentlich nur im Kopf und mit keiner Maschine zu ersetzen. Und genau das repräsentieren wir hier. Ich teste mal, ganz bequem, wirklich, muss man wirklich sagen, man sitzt hier ganz gut. Also tolle Sachen, tolle Sachen, und die Zuschauer honorieren das mit einer ganz großen Resonanz. Also es hat sich etabliert, es ist Tradition und es wird sehr positiv von den Besuchern aufgenommen, denn es sind einfach faszinierende Stücke, die die jungen Schreiner und Schreinerinnen hier ausstellen können. Und es ist auch schön, dass die Messe eine derartige Plattform bietet, um den Berufsnachwuchs unseres Handwerks auch in einer derartigen Art und Weise zeigen zu können.